Was geht ab, meine Z-Fighter Osiri, und heute im Showcase zum AGL Broly, aber auch zu der Broly-Rotation, nämlich wir werden den AGL Broly mit dem Super Saiyan Physisch Broly spielen. Die teilen sich nämlich 6 von 7 Link-Skills, also die sind wirklich sehr, sehr gut in einer Rotation. Wir gucken uns erstmal an, was hat denn dieser Boy hier an der Stelle drauf, Extreme AGL Broly. Er ist nämlich auch, das ist das Geniale an ihm, Extreme Z-Awaked, heißt, er ist auf Level 140 hier an der Stelle, Freunde, und Er ist wirklich insane. Er hat uns damals, gestern im Stream, hat er uns wirklich ausgeholfen. Da haben wir dank ihm dann quasi die letzte Stage auf JP gegen Kid Buu geschafft und er hat wirklich was Gutes gezeigt. Warum hat er das? Zum einen seht ihr seine Sets hier, Freunde. Ich habe hier keinen Dupe auf ihn, er ist auf 55%. Zum anderen ist sein Leader-Skill folgender: Er gibt der Pure Saiyan Kategorie Ki plus 3 HP Attack und der 120% oder den Extreme AGL Charakteren HP Attack und der 100%. Mit der Ulti macht er Supreme Damage, erhöht aber seinen Angriff und die Verteidigung für 3 ganze Runden. Dieser Boost ist quasi um 30%. Die Passive ist folgendermaßen: Jedes Mal, wenn er in die Runde reinkommt, bekommt er Ki plus 1, heißt, das erhöht sich. Immer wenn er in die Runde reinkommt, hat er an sich immer Ki plus 1 schon drauf auf seine Ki-Anzeige oder auf sein Ki-Bar. Er hat so konstant Attack und der 70%. Bekommt aber zusätzlich auf die Verteidigung weitere 20% pro Angriff, den er macht. Maximum ist hier bei 80%. Und für jeden Angriff, den er bekommt, bekommt er 20% auf den Angriff. Maximum ist hier 80%. Die Sache hierbei ist jedoch, das Ganze wird separat kalkuliert. Heißt, pro Stack, sage ich mal, sind das laut Dokkan Metal Wiki hier an der Stelle 34%. Und das Maximum, was man hier dann erhöhen kann, also mit dem Attack und der 70% am Anfang, sind durch den Stack dann 206% Attack und Death. Das ist wirklich insane. Der Boy hat wirklich sehr viel drauf und er kommt dann quasi noch hier mit Extreme Z-Awaken Stats her. Dies wiederum heißt auch, sein SA ist natürlich auch SA15, ne? Also ich bin übertrieben drauf gespannt, was er drauf hat. In Sachen Link-Skill haben wir hier Saiyan Warrior Race, das hat auch der Physisch Broly. Dann haben wir an der Stelle Saiyan Lineage, das hat er physisch nicht. Wir haben hier dann Prodigies, das teilt er sich mit dem Physisch Broly. Wir haben Berserker, teilen sich auch, wenn die HP 5% und drunter sind, 20% Angriffboost. Dann haben wir Shocken Speed Kit plus 2, haben beide in dieser Rotation Prepare for Battle ebenso und Fierce Battle. Das ist eben das Geniale bei denen, 15% auf den Angriff. Er ist in der Kategorie Movie Bosses und Pure Saints. Wir werden ihn unter Super Saiyan Broly, seinem Leader Skill, spielen und testen. Das Team sieht folgendermaßen aus, Freunde. Ich freue mich gleich drauf, wirklich zu sehen, was die Boys drauf haben. Wir werden physisch Super Saiyan Broly, wie gesagt, in einer Rotation mit AGL Broly. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Würde auch mit LS Super Saiyan Broly gehen, so ist nicht. Ich habe ihn auf JP leider nicht, aber ich will einfach diese Rotation sehen. Die interessiert mich so prickelnd, was die beiden drauf haben. Teilen sich so gute Linkskills. Wir wissen ja, physisch Super Saiyan Broly an sich einer der besten Charaktere. Und dann AGL Broly der beste, nicht Dokkan exklusiv, nicht LR-Charakter. Und das, ich sag's immer und immer wieder, aber es muss einfach betont werden. Er kam direkt mit einem Izay und so ein Izay sollte man nicht unterschätzen, ja. Die Free-to-Play-Units von dem Goku Blue mit dem Mantel oder mit seiner Winterjacke und Vegeta Blue, die haben auch ein Izay bekommen und die sind auch wirklich gut. Das sind wirklich sehr, sehr gute Free-to-Play-Charaktere. Jedenfalls, wir gehen gleich in ein Event rein. In der anderen Rotation hatten wir Janemba mit Omega Shadow. Die teilen sich auch wirklich sehr gute Linkskills. Ich glaube, 5 sollten das sein. Elegon tun wir rein und raus sortieren. Wir tun Elegon heute ein bisschen disrespecten. Das tun wir einfach nur machen, damit dieser Boy hier dann, also der physisch Super Saiyan Broly in einer Rotation auch mal Super Saiyan hat, weil Logo, der hat keinen Super Saiyan. Aber haben wir unser Movie Boss unser Movie Boss Supporter natürlich. Er ist ein Enhanced Transformation Leader, aber die Free-to-Play Golden Freeze ist auch wirklich ein sehr guter Free-to-Play-Charakter. In Sachen so, dass auch tanky ist, er hat eine Damage Reduction von 30%. Seine Verteilung erhöht sich um 15% für den Angriff, den er bekommt, Maximum 60%. Aber das Geniale ist halt sein Support-Aspekt, denn den Movie-Boss-Charakteren gibt der Keep Luster Attack und der 30%. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. Ich suche mir kurz ein Event raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, und wir sind im Event von Gogeta. Ich denke, hier werden wir auf jeden Fall schnell zurechtkommen, schnell das Event schaffen. Natürlich ist er aus der Rotation. Oh mein Gott. Natürlich. Natürlich muss er aus der Rotation sein. Macht aber nichts. Macht legit nichts. Wenn er hier reinkommt, dann passt das. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wir werden hier wahrscheinlich schnell durchkommen, weil die Brolys hier haben ja quasi Effektivität machen, vermehrt Schaden gegen das Event. Und danach würde ich gerne noch in ein Event reinspringen, wo er quasi Typenvorteil hat. Also wo wir am Ende gegen Strength-Charakter kämpft, sag ich mal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Jedenfalls, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Wir sind noch nicht weit im Video, aber ja, könnt auch ruhig das Ganze noch bis zum Ende betrachten. Und Boys and Girls, falls ihr neu auf dem Channel seid, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button, wenn euch das Ganze gefällt. Und vor allem lieben Respekt und lieben Dank natürlich. Lieben Respekt, ja, das habe ich auch so zum ersten Mal, glaube ich, gesagt. Lieben Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Wir haben nämlich die 18.000 erreicht, Freunde. Auf eine weitere schöne Zeit. Das ist wirklich insane. Vielen lieben Dank.
Jedenfalls in Janemba, in Janemba habe ich mich sowas von verliebt. Ey, ohne Spaß, ist einer der besten Charaktere in diesem Spiel nach seinem Issei. Was das Issei bei ihm bewirkt hat, das sind Welten. Davor, legit davor, einfach useless, danach auf jeden Fall immer gebrauchen, so wenn man ihn spielen kann. Er ist wirklich so überragend gut in Sachen Offensive, Defensive, in Sachen Links-Setup mit Omega Shell und ist wirklich gut, das freut mich. Das sind, wenn mich alles soll, Shotgun Speed, Key plus 2, 4 Fade, Key plus 2, 4 Battle, 15%, Big Bad Bosses, 25% Attack und Death, wenn die HP 80% und runter sind und das ist unser Boy und Brutal Beater und das sind nochmal 10% auf den Angriff. Jetzt, Freunde, unser Boy Broly, jetzt schauen wir uns mal an. Warte mal, jetzt, wenn wir ihn so linken, hat er 117.000, mit Broly kommt er auf 128.000. Okay, ist schon mal nice. Attack und F sehen wir an der Stelle, wie gesagt, er hat keine Dupes. Und auf die Stacks zu kommen ist auch easy, denn das sind nur 4 Stacks, das sind nur 4 Stacks, er hat seine ganzen Stacks. Sei es, dass er 4-mal angegriffen wird oder 4-mal Angriffe startet. Natürlich, dass er 4 Angriffe startet, das wird ein bisschen länger dauern, weil Logo, wenn Hidden Potential sich nicht aktiviert, dann macht er nur einen Angriff, aber ihr seht schon. Wenn er Angriff bekommt, erhöht er seinen Angriff. Er ist auf 1,48 jetzt schon. Auf 1,48. Das ist noch nicht sein Maximum. Darauf wollte ich hinaus. Wenn ihr Dupes bei ihm habt, geht trotzdem ohne Bedenken auf Crit. 15 Crit, 11 Edition Attack. Und ja, okay. Es macht viel Schaden wegen dem Event. Aber an sich, das ist so ein geiler Charakter. Der hat jetzt einen Angriff geschaut, hat seine Verteidigung erhöht gehabt. Jetzt bin ich gespannt, was er hier tankt. Mal gucken. Jetzt bin ich echt gespannt, was er hier tankt. An der Stelle, was ich jetzt. 99.000, okay, kann man machen. Und, guck mal, 1,5 hat der Broly und dieser Broly hat einen Dupe bei mir, okay? Und der Broly, der Issei Broly, der hatte gerade 1,4 und da geht noch um, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben, genau D-I zum S, genau D-Soreño. Ihr merkt schon, wir werden in diesem Moment sehr schnell durchkommen. Vielleicht kann ich noch eine Runde rauszögern, heißt damit könnten wir sehen... Dann könnten wir sehen. Ja, weißt du was? Ich würde eigentlich ungern hier. Okay, Broly wird halt. Broly wird angreifen. Das ist halt fucked. Die anderen auch. Aber außer von Broly werden die anderen wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen. Ich guck mal, ob ich sie hinauszögern kann auf die nächste Runde, weil da will ich vielleicht noch sehen. Nachdem er seine Stacks hat. Wie es hier aussieht. Er wird nicht seine ganzen Stacks haben, aber das ist ja nicht schlimm. Denn in Sachen Angriff, darauf wollen wir auch gucken. Es sei denn, ich verwechsel gerade irgendwas, aber. Ich habe ja gerade gesagt am Anfang, glaube ich, wenn er einen Angriff bekommt, erhöht er seinen Angriff. Mach langsam, Broly. Schattengang zurück. Ja, natürlich macht er Edition einen Super Attack. Natürlich. Genau. Ja, Angriff, den er bekommt. Heißt, er hat auf jeden Fall schon seine ganzen Stacks auf seinen Angriff. Also würde ich gerne sehen, wenn Broly langsam machen würde, wäre das ein Ding. Okay, stopp. Fifi. Danke. Ich weiß gerade nicht, was da diese. Fifi. Keine Ahnung. Aber hey, Omega Shenlong. Omega Shenlong, jetzt bin ich gespannt. Ja, der sollte es überleben, Gogeta Blue. Wenn du gegen Omega Shenlong verlierst, dann läuft was falsch. Ja. Stopp! Achso, bringt eh nichts, Janemba ist da. GG, ich würde sagen, wir gehen direkt in das nächste Event. So, jetzt bin ich drauf gespannt, denn wir sind im Event von Jiren. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Das Event von Jiren, kennen wir, wissen wir, ist auf jeden Fall schon schwer. Und vom Strength-Typus heißt, unser Agel Broly hat den Typenvorteil, aber... Als ich in die Stage gegangen bin, dachte ich mir, okay, shit, ich hätte Omega Shenlong vielleicht raus tun sollen, weil er bekommt viel Schaden. Wie dann dachte ich wiederum, nee, gar nicht mal so schlecht, by the way, ohne Sex, nur mit Rotation, Broly schon auf 1 Million. Dachte ich mir, nee, nicht schlimm, denn dann triggert sich vielleicht noch, oder ich bin gute Dinge, dass noch Berserker triggert. Ja, wenn die HP 50% drunter sind, dass die Boys diese Rotation dann nochmal 20% drauf bekommt. Da bin ich dann echt drauf gespannt, was sie abgeht. Ja, Freunde, an sich, so, ich finde den Leader Skill von Broly, vom physisch Super Saiyan Broly, der ist richtig geil. Da geht wirklich so, und guck mal hier, AOE Damage. Da geht wirklich so viel in Sachen Team mit Aspekten, in Sachen Team Setups. Das ist einfach nur so geil mit den Dual Category Leadern. Ich muss da schon auf jeden Fall Broly einen kleinen Bonuspunkt geben im Gegensatz zu Gogeta, weil der hat einfach mehr Vielfalt mit seinen Kategorien Full Power und Movie Bosses. Aber an sich, wenn ihr mich fragt, finde ich, hat diesen kleineren Bonus dann wiederum in Sachen Individualität, welcher Charakter besser ist. Ein wirklich kleiner Bonus, das sind wirklich zwei sehr gute Charaktere. Muss ich schon auf jeden Fall Gogeta Blue geben. Gogeta Blue, Freunde. Offensiv stark, defensiv stark, sehr Effektivität nach der Transformation. Einfach Crit und Dodge. Also, und links die Setup ist auch godlike. Also legit perfekter geht's fast gar nicht. Naja. Jedenfalls, ich bin wirklich drauf gespannt, was hier abgehen wird. Wir sind im Event von Jiren. Unser AGM Broly, okay, gut, jetzt haben wir nächste Runde auch einen Typen-Nachteil, dann können wir auch gucken, was er tankt.
Wir haben jetzt quasi nur ein Stack, glaube ich, auf den Angriff und auf die Verteidigung. Wir haben einmal angegriffen, wurden einmal angegriffen. Yes. Ich glaube schon, es sei denn, ich habe irgendwas übersehen letzte Runde. Macht nichts. Unser Boy Elagorn habe ich ins rein oder rausrotiert? Ich weiß gar nicht. Der muss mal auch raus. Ja, um Super Saiyan zu liefern. Danke dafür, dass wir die nächste Runde testen können. Wie viel er tankt. Danke, Egoman. Danke, ey. Naja, nee, nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Und Freunde, das meinte ich mit zum Beispiel einem Super Saiyan 3 Bardock Video. Wenn ein Charakter zusätzlich zu Prepared for Battle Shocking Speed hat oder Over the Flash, das ist so insane. Dieser Broly, den haben die auch wirklich sehr gute Linkskins gegeben, weil er Prepared for Battle und Shocking Speed hat. Weil Janemba hat Shocking Speed, hat aber kein Prepared for Battle, aber weil Broly das hat, ein Charakter, der beides hat, merkt ihr schon, 1,5. Dann linken sich auch gut. 1,5, krass. Das sind noch nicht alle Stacks. Alle Stacks sollten wir spätestens nächstes Mal sehen, wenn er reinkommt. 1,5 auf dem Radar. Richtig geil. Was hat unser Broly auf dem Radar? Mit einem Duped Friend und meine 1,4. Freunde, da seht ihr schon, okay? Natürlich nicht dran zu mit, aber hey. Aber hey. Das ist halt das Kranke. Das ist nicht mal ein Dokkan-Fetzel-Charakter. Das ist einfach ein normaler Charakter. Heißt, dieser Charakter wird in Zukunft auch nicht featured in jedem anderen Banner sein. Das wird wehtun, aber ist nicht schlimm. Denn wir wollen auch Schaden bekommen, damit sich Berserker triggert für die nächsten Runden. Sehr schön. Item-technisch habe ich auch ein bisschen ausgeholfen mit Ghost Asche und so. Icarus, damit wir quasi mit 50% und weniger HP reingehen in den nächsten Runden. Damit wir da was sehen können mit Berserker. Weil, ja, raste du mal aus jetzt. Der AGL ist so gut. Ja, kommt davon. Kannst du mich ausrasten. Jetzt mach aber mal langsam. Und zwar, ja, die Rotation könnt ihr raushauen. Da müsst ihr nicht langsam machen. Wir sind unter 50, jetzt. Yes. Nicht ganz unter 50. Jetzt sind wir ein bisschen wieder drüber. Aber Gohan bekommt einen Angriff ab. Dann sind wir hoffentlich wieder unter 50. Hoffentlich. Ach so. Verdammt. Wie viel Schaden war denn? Das war ja gar nichts. Jiren, ich habe mehr von dir erwartet. Was war das gerade, Jiren? Nächste, jetzt habe ich mich selbst ausgespielt. Aber... das bekommen wir noch hin, keine Sorge, dass wir dann quasi Berserker getriggert haben. Das sind 20% halt, aber wird sich selten triggern, sage ich mal, weil 50% und drunter, ja, kommt selten vor. Aber dafür werde ich zugleich sorgen, weil Jiren ist eigentlich Jiren. Wenn du jetzt One-Shot, wenn die Runde One-Shot ist mit Jiren, dann kannst du es zur Seite schieben mit, ich bin der Stärkste, was sagt der Stärke ist absolut, bla bla bla. Will ich mal gleich sehen, was er drauf hat. Jedenfalls. Es sei denn, ich kann nicht gucken, wir sind unter 50%, legit. Gucken wir einfach mal. wären wir bloß unter 50%, das wäre so geil gewesen. Weißt du was, wir kommen unter 50. Doch. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Wir sind knapp über 50. Aber Linkskill aktiviert sich, wenn wir unterfallen. Ich werde Icarus aktivieren, weil ich habe Angst. Weil... Broly und Freezy können viel Schaden bekommen. Jetzt ist die Frage, von 4 Angriffen hoffe ich, dass der Broly, der physische, unter 50 fällt. Sodass dann auch Berserker triggert. Sollte hoffentlich der Fall sein. Mal ganz kurz gucken, wie Berserker auf Japanisch aussieht. Damit, weil Big Bad Boss steht dick und fett dran. Big Bad Boss weiß, das kann ich ablesen, wenn er den Linksgesicht triggert. Okay, das sind so drei Striche, sagen wir mal. Drei Striche, die können wir auf jeden Fall ablesen. Jetzt bin ich auch gespannt, komm schon. Igros habe ich aktiviert? Ja, habe ich aktiviert. Wir sind unter 50 und die drei Striche habe ich nicht gesehen. Die sehe ich vielleicht jetzt erst. Genau da, das war der letzte Linkskill. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, was der für einen Angriff hatte. Darauf will ich gar nicht schauen. Wir wollen gucken, was unser Broly für einen Angriff hat auf dem Radar. Ja, okay. Ja, ohne Crit. Das ist halt der kleine Bonus bei Greta. Der hat halt direkt sehr Effektivität, aber ist nicht schlimm. Jetzt bin ich gespannt, was er drauf. Wir haben auch ein gutes Szenario, wirklich ein sehr, sehr gutes Szenario mit Angel Go und Freezer. Mit dem Boost von Angel. 2,4 ohne Dupes durch die Passive, die vollends getriggert ist, durch den Support-Aspekt, Linkskill aktiviert, 2,4. Also wirklich, für einen nicht Dokkan-exklusiven, nicht LR-Charakter, insane. Insane. Und by the way, Shoutout mal an diesen Freezy, oder? Was der tankt als Free-to-Play-Charakter. Ja, ich wusste das. Ich wusste, dass wir eine Ulti bekommen. Ich wusste es. In dem Moment, in dem ich es gesagt habe, wusste ich, dass wir uns ulten. Aber Freezer hat uns da. Freezer, was hast du für uns? Komm. Wie tankst du das? Wie gut tankst du? Ach, das ist sehr gut getankt, mein Freund. Ja,
GG würde ich sagen, wirklich GG, das war wirklich ein sehr schönes Showcase. Wir sind noch nicht fertig, aber natürlich, ich spiele das noch zu Ende. Aber ich konnte, glaube ich, wirklich das zeigen, was ich zeigen wollte zu dem AGL Bro. Es ist wirklich insane, was der drauf hat. Und wie gesagt, in Zukunft wird auch in jedem anderen Banner nicht viel erhältlich sein. Und das macht so ein Easy A, macht richtig viel aus. Und deswegen bin ich auch sehr drauf gespannt, Freunde, die Tage. Am 10. Januar ist das, kommt auch das Easy A vom Strength Gogeta auf der japanischen Version. Wir haben noch keine Details, die Tage sollten Details folgen. Indem ich das Ganze aufnehme, haben wir noch keine Details. Worum es mir geht, ist, das Ganze kommt am Donnerstag live, 10. Januar, 9 Uhr morgens sollte das sein auf der japanischen Version. Und am Abend werden wir das streamen. Schaut in den Streamplan, Freunde, der Streamplan ist in der Videobeschreibung oder auf Discord oder Twitch. Die Links sind auch in der Beschreibung. Könnt euch gerne abchecken, um zu sehen, wann genau wir live gehen, Freunde. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Wir neigen uns zum Ende zu. Wirklich vielen Dank für den ganzen Support, Freunde. Wir haben 18k erreicht, das ist insane. Es ist wirklich geil, es ist wirklich geil. Und ja, ich... Aber vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ich kann mich bei sowas schwer ausdrücken, aber ich... Wie siehst du, seht ihr, ich werde schon ein bisschen cringe. Ich werde schon ein bisschen komisch wieder, wenn ich irgendwas ausdrücken muss. Aber was gesagt werden muss gesagt werden. Ihr kennt es. Vielen Dank, Freunde, für den ganzen netten Support. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.